Hallo, herzlich willkommen, Susanne Zillig. Sie ist Psychotherapeutin in Berlin und wir kommen in unserer Live-Session zu dem wunderbaren Thema wieder mal zurück zu den Grundlagen des Wissensmanagements, nämlich auf die Frage, wie wir auf individueller Ebene Wissen erwerben, wie dieses Wissen entsteht und wie wir lernen. Und da freue ich mich ganz sehr drauf, deinen Vortrag zu hören, Susanne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Dirk. Ich freue mich auch sehr, heute mal hier mit dabei zu sein. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute werfen wir mal einen Blick auf die psychologischen Wurzeln des Wissens. Wie lernen wir und wie wirkt sich das auf unsere Persönlichkeit aus? Wir werden also einen Spaziergang machen in die Welt der Psychologie und somit auch in unsere eigene Seelenwelt, logischerweise. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie gerät eine Psychotherapeutin in so einen Wissensmug? Und die Erklärung ist die, durch die Zusammenarbeit mit meinem Bruder Stefan Zillig, vielleicht haben Sie den schon mal gehört in letzter Zeit. Im November hatte er auch einen MOOC hier stattfinden lassen zum Thema Fake News. Und da haben wir festgestellt, dass es einfach ganz viele Zusammenhänge gibt zwischen der Arbeit im Wissensmanagement oder in der Wissensarbeit und der Psychotherapie. Da freuen wir uns jedes Mal drüber, wenn wir diese Überschneidungen dann finden. Und deswegen freue ich mich, dass ich Ihnen heute einiges aus der Welt der Psyche nahebringen darf. So, ein schöner sommerlicher Zitronenbaum. Ja klar, die Psychologin möchte gute Stimmung verbreiten, das ist schon auch klar, aber es hat noch was anderes auf sich mit der Zitrone. Und da werden wir gleich drauf zurückkommen. Nochmal ganz kurz dazu, mit wem Sie es heute zu tun haben. Ich bin Psychotherapeutin, ich habe meine Praxis in Berlin-Pankow. Und seit 20 Jahren ungefähr, ein bisschen auch noch länger, beschäftige ich mich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, Psychosen, hat man schon gesagt, glaube ich, Persönlichkeitsstörungen. Mein Verfahren ist die Verhaltenstherapie, was ich erweitert habe um das Verfahren der Schematherapie. Das ist ein relativ neues Verfahren aus der sogenannten vierten Welle der Verhaltenstherapie. Da geht es auch um die alten Muster und Schemata, die wir schon sehr früh in unserem Leben erlernt haben und die uns auch oft im Erwachsenenalter immer wieder auf die Füße fallen. Außerdem bin ich ausgebildete klinische Organisationspsychologin. Und da ist auch die Überschneidung zur Wissensarbeit wahrscheinlich zu sehen. Unsere Idee in der klinischen Organisationspsychologie ist es, Themen und Techniken aus der Psychotherapie in den beruflichen Alltag zu bekommen, also auch in Betriebe und Organisationen. So, worum geht's heute? Ich möchte Ihnen gerne ein paar gängige Konzepte und Theorien über das Lernen konkret näher bringen. Als nächstes schauen wir dann, wo Lernen real stattfindet. Im Gehirn natürlich. Dann gibt es ein paar Tipps und Tricks für Trainer und Trainierende. Und dann geht es auch noch um das Thema Resilienz. Denn mit einer guten Resilienz hat man eine gute Basis für gelingendes Lernen. Und zu guter Letzt möchte ich gerne auf Ihre individuellen Zusammenhänge des Lernens eingehen, und zwar im Umgang mit einer ganz persönlichen Alarmreaktion. So, jetzt geht's erstmal zurück zur Zitrone. Lernen heißt auch erleben. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie Lust haben auf ein kleines Experiment. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine wunderschöne gelbe Zitronenscheibe auf Ihrem Teller vor sich liegen. Jetzt liegt da diese Zitronenscheibe und Sie stellen sich vor, Sie nehmen diese Zitronenscheibe mit Ihren Fingern vom Teller. Sie halten sich die Zitrone an die Nase und schnuppern an ihr und dann öffnen Sie den Mund und beißen herzhaft in die Zitrone und saugen den Saft raus. Was geschieht nun bei Ihnen? Achten Sie mal auf Ihre Speicheldrüsen. Vielleicht bemerken Sie eine Veränderung. Mögen Sie eigentlich Zitronen? Ich weiß es nicht so genau. Was ist passiert? Wir sind bei unserer ersten Lerntheorie der klassischen Konditionierung. Wahrscheinlich haben Sie schon mal von ihm gehört. Iwan Petrowitsch Pawlow, ein russischer Physiologe, der seine armen Hunde in den 30er Jahren damit gequält hat, mit speziellen Apparaturen den Speichelfluss zu messen. Wie läuft die klassische Konditionierung ab? Wir haben zuerst einen sogenannten unbedingten oder unkonditionierten Reiz,
einen sauren Geschmack auf der Zunge. Der löst immer eine unbedingte Reaktion aus, den Speichelfluss. Ganz normal. Ich muss auch noch mal schlucken. Der Speichelfluss ist bei mir auch noch nicht ganz abgeklungen. Wenn wir nun lernen, dass Zitronen sauer sind, dann kann bereits das Bild einer Zitrone oder sogar nur die Erinnerung daran einen Speichelfluss auslösen. Und das nennt man dann die konditionierte Reaktion, die bedingte konditionierte Reaktion. Ein Mensch, der jetzt noch niemals in seinem Leben eine Zitrone gesehen hat oder gegessen hat, was wahrscheinlich relativ selten der Fall sein wird, aber wenn es so sein sollte, würde bei diesem Mensch das Bild einer Zitrone oder der Gedanke daran keinerlei Speichelfluss auslösen. Ein anderes Alltagsbeispiel zum Beispiel, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht bekommen und wir sind es hoffentlich gewöhnt, dass diese WhatsApp-Nachricht eine gute und angenehme Nachricht ist, dann wird ja immer kurz vorher ein Klingelton abgegeben. Und dieser Klingelton, der kann dazu führen, dass wir in einen Aufmerksamkeitszustand geraten, der ein positives Gefühl hinterlässt, vorausgesetzt, dass es meistens gute Nachrichten sind. Ja, dann hat sozusagen dieser Klingelton wurde zum bedingten, neutralen, konditionierten Reiz, der vorher keinerlei Wirkung hatte, aber in Verbindung mit guten Nachrichten zu einer bedingten, konditionierten, also einer angenehmen Reaktion führt. Die lernende Person ist bei der klassischen Konditionierung relativ passiv. Im Gegensatz dazu ist die lernende Person bei der jetzt nun folgenden operanten Konditionierung aktiv. Und hier geht es wahrscheinlich um die entscheidende Theorie beim Erwerb von Wissen. Angenommen, Sie wollen was lernen. Also vielleicht heute zum Beispiel über die psychologischen Konzepte des Lernens oder Sie wollen eine Sprache lernen. Englisch oder Polnisch oder Chinesisch. Sie lernen die Vokabeln, die Grammatik. Das ist anstrengend. Sie müssen sich konzentrieren. Wenn Sie Glück haben, dann haben Sie einen Trainer, einen Lehrer und der Lehrer oder die Lehrerin lobt Sie für Ihre Aussprache. Das ist super. Ja, Sie erleben in diesem Augenblick operante Konditionierung. Sie haben etwas gemacht und werden dafür gelobt. Wir lieben Lob. Ja, wir schütten dabei Dopamin im Gehirn aus und das fühlt sich gut an. Wir können das auch allein. Wir brauchen nicht unbedingt einen Trainer dazu. Selbst internale Verstärker, wie zum Beispiel Stolz oder das Gefühl, Fortschritte zu machen oder die Idee, irgendwann mal mit jemandem in dieser Sprache sprechen zu können, das ist wie ein Lob von außen. Es ist aber von innen in dem Fall. Sie sollten also nett zu sich sein, wenn Sie lernen. Wir lernen mit Lob viel besser als mit Bestrafung. Das ist eine andere Form der operanten Konditionierung. Also sollten Sie auf Erfolge fokussieren und nicht auf die Misserfolge. Wir lernen natürlich schon auch durch Misserfolge. Aber glücklich werden wir damit natürlich nicht. Mit Lob und Bestrafung beschäftigte sich Herr Burgos Frederick Skinner. Das ist der amerikanische Kollege von Pavlov. Er prägte den Begriff der operanten Konditionierung in den 30er Jahren. Also Lernen durch Belohnung, Lernen am Erfolg. Das lernende Lebewesen ist hier aktiv. Skinner bediente sich ebenfalls des Tierversuchs und nervte Tauben und Ratten in seiner sogenannten Skinner-Box, in welche die Tiere gesetzt wurden, um zu beobachten, wie sie sich verhalten. Die Tiere hatten die Möglichkeit, auf einen Hebel zu drücken und dann kam Futter aus einem Schacht oder in eine Futterschale hinein. Nun kam das Futter aber nur dann, wenn ein Lämpchen aufleuchtete. Und innerhalb kürzester Zeit drückten die Tiere den Hebel, wenn das Lämpchen aufleuchtete. Also, das Drücken des Hebels beim Aufleuchten der Lampe wurde positiv verstärkt. Welche Varianten des operanten Lernens gibt es noch? Es gibt also eine Ebene der Belohnung und eine Ebene der Bestrafung beim operanten Lernen. Die positive Belohnung bedeutet, wir tun etwas und das wird belohnt. Wir sind auch als Menschen in der Lage, auf die Belohnung zu warten, zum Beispiel auf unser Gehalt am Ende des Monats. Aber es gilt trotzdem immer, je schneller wir belohnt werden, desto effektiver ist das Lernen und desto besser wird es nachhaltig im Gehirn repräsentiert. Es gibt auch die negative Belohnung, das erleben wir oft in der Psychotherapie. Zum Beispiel Menschen mit Angsterkrankungen erleben diese Form der Konditionierung. Etwas Unangenehmes wird beendet.
eine Patientin von mir zum Beispiel war nicht mehr in der Lage, irgendeinen Supermarkt zu betreten, denn immer, wenn sie drin war im Supermarkt, erlebte sie eine massive Panikattacke. Sie verließ dann immer wieder fluchtartig den Supermarkt. Die negativen Gefühle der Angst ließen sofort nach. Das heißt, das Fliehen wurde immer wieder belohnt. Das negative Gefühl der Angst wurde beendet. Wir nennen das dann Vermeidung. Und das Problem ist, dass durch diese Vermeidung dieses Angstsystem aufrechterhalten wird. Deswegen mögen wir Psychotherapeuten die Vermeidung eigentlich nicht so gerne. Wir versuchen mit den Patienten andere Wege zu erlernen, damit sie natürlich wieder in den Supermarkt gehen können. Das System der Bestrafung auf der anderen Seite ist vermutlich bekannt. Also ein Kind macht Hausaufgaben und möglicherweise schimpft ein Elternteil, weil das Kind Fehler macht. Das Kind soll jetzt lernen, durch dieses Schimpfen, durch die Bestrafung den Fehler nicht zu machen. Es kann aber auch passieren, dass das Kind lernt, dass Hausaufgaben machen einfach überhaupt keinen Spaß macht oder dass Hausaufgaben machen in Anwesenheit der Eltern überhaupt keinen Spaß macht. Aber die Bestrafung wird irgendwie wirksam sein. Die negative Bestrafung, die ist ziemlich subtil. Wir werden dann gezwungen, auf etwas Angenehmes zu verzichten. Also in der Pädagogik wird auch da manchmal darauf zurückgegriffen, wie zum Beispiel, wenn zu dem Kind gesagt wird, geh und räum dein Zimmer auf, sonst wird die Internetzeit gestrichen. Nun wurden diese Lerntheorien zunehmend kritisiert, da der Mensch manipulierbar und passiv dargestellt wird. Es wurde die sozialkognitive Lerntheorie entwickelt, das Modelllernen. Das Modelllernen wurde von Albert Bandura begründet. Bandura hat eine ganz große Menge an Forschung durchgeführt und angeregt. Er arbeitete ziemlich viel mit Kindern und beobachtete, wie Kinder durch Beobachtung anderer Menschen lernten. Welche Faktoren sind jetzt beim Modelllernen Voraussetzung? Aufmerksamkeit natürlich. Wir benötigen eine selektive Wahrnehmung des Modells. Wir brauchen ein Gedächtnis. Und das durch die Aufmerksamkeit festgehaltene Verhaltensmuster muss zunächst gespeichert und im Langzeitgedächtnis zwischengelagert werden, damit es dann zur Wiedergabe des neu erlernten Verhaltens überhaupt kommen kann. Wir brauchen eine gewisse motorische Reife. Wenn die fehlt, dann kann gelerntes Verhalten natürlich nicht wiedergegeben werden. Ein Kind, das die motorische Reife zum Schreiben noch nicht hat, kann nicht schreiben, logischerweise. Und wir brauchen Motivation. Wir werden eher jenes Verhalten Modell lernen, welches schon beim Modell zur positiven Verstärkung führt. Beobachten wir Belohnung, dann werden wir mehr und besser vom Modell lernen, wenn dieses dann auch noch gleichzeitig uns sympathisch ist. Interessanterweise sind übrigens perfekte Modelle überhaupt nicht unbedingt die besseren Lehrer oder Lehrerinnen. Menschen lernen viel leichter von Modellen, die selbst irgendwelche Schwierigkeiten zeigen und diese dann auch noch bestenfalls bewältigen. Jetzt zum nächsten Schritt. Was passiert in unserem Gehirn? Kleiner Exkurs in die Gehirnkunde. Das meiste, was wir lernen, ist in unserem Gehirn repräsentiert. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, wie man hier an diesem Bild erkennen kann, aber Sie müssen keine Angst haben, ich werde jetzt nicht auf die gesamten Details hier eingehen, auf diesem Bild. Zunächst mal die gute Nachricht. Wenn es zu einer Aktivierung des Gehirns kommt, dann werden Rezeptoren geöffnet und in diesen Rezeptoren bilden sich an den Dendriten aufgrund von der Ausbildung von Eiweißen neue Aussprossungen. Dendrite, das sind so kleine Ausstülpungen an den Nervenenden, an den Synapsen im Gehirn. Und die gute Nachricht ist, diese Dendriten, die bilden sich innerhalb von einer halben Stunde. Ich finde, das ist unglaublich schnell. Als ich angefangen habe zu studieren, was jetzt tatsächlich auch schon ein paar Jahre her ist, da wurde uns gesagt, das Gehirn wird zur Geburt vollständig sein und dann im Laufe des Lebens, ab dem Tag der Geburt, wird es immer kleiner, es wird immer mehr abnehmen. Das ist mittlerweile zum Glück total überholt. Nein, im Gegenteil. Wir sind lebenslang lernfähig. Das ist, finde ich, wirklich eine gute Nachricht. Auch übrigens, wenn wir schon 80 oder 90 oder sogar 100 Jahre alt sind. Wir lernen dann langsamer, aber wir können lernen. Eingeschränkt wird es erst dann,
wenn wir dement werden sollen. Wenn ein Mensch dement ist, dann ist das Lernen wirklich nicht mehr möglich. Dann kann man nur dafür sorgen, dass das, was da ist, noch aufrechterhalten wird. Das ist aber heute auch nicht unser Thema. So, jetzt kommt nämlich die schlechte Nachricht. Die gibt es leider auch. Diese Dendriten, die sich da ausbilden, die bilden sich wieder zurück, wenn sie nicht dauerhaft aktiviert werden. Also, wir müssen das trainieren. Und damit das richtig sitzt, das, was wir trainieren, kann es bis zu 2 Jahre dauern, bis die Information so gefestigt ist, dass sie automatisiert auftreten kann. So, links ist das Frontalhirn zu sehen, das heißt der Bereich hinter der Stirn. Das limbische System, das liegt in der Mitte des Gehirns, das wird auch oft Kleinhirn genannt. Hier sind unsere zentralen Emotionen verankert. Und das ist auch der Teil des Gehirns, der sich zuerst embryonal entwickelt und der auch evolutionär wesentlich älter als die Großhirnrinde ist, das Frontalhirn. Bei unseren frühen Vorfahren war dieser Teil des Gehirns bereits sehr, sehr gut ausgebildet und das Frontalhirn war nur ganz gering ausgebildet. Das ist jetzt ungefähr 2 Millionen Jahre her. Dennoch reagiert unser Gehirn auch heute unter hoher Anspannung genauso wie bei unseren Urahnen. Unser limbisches System gerät in Aufruhr. Das ist unglaublich schnell. Unser Frontalhirn ist langsam. Das Frontalhirn wird im Zweifelsfall sogar überhaupt nicht mehr beteiligt. Später komme ich auch nochmal darauf zurück. Wie lernen wir nun am besten? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Wie können wir unsere Nervenzellen dazu bringen, Gelerntes möglichst gut zu behalten? Wir brauchen eine gute Portion Emotionalität, am besten positive Emotionen. Am Beispiel der Entstehung von Traumata wissen wir, dass wir natürlich auch in Anwesenheit negativer Emotionen ziemlich gut lernen und Negatives sehr, sehr gut abgespeichert wird. Aber wir wollen es uns sehr gut gehen lassen. Also sorgen Sie für gute Stimmung, wenn Sie lernen wollen. Wir brauchen Mehrkanaligkeit, also verschiedene Sinneseindrücke. Hören, sehen, schreiben, bewegen. Je mehr Sinneseindrücke aktiviert sind, desto besser. Schwierig in diesen digitalen Zeiten, wenn man ständig vor so einem kleinen Bildschirm sitzt. Wir brauchen Wiederholungen. Möglichst viele mit möglichst vielen positiven Verstärkungen. Und natürlich sorgen Sie für vernünftige Pausen. Wenn Sie das berücksichtigen, dann werden in unserem Gehirn Überträgersubstanzen ausgeschüttet, wie Dopamin, Noradrenalin oder Acetylcholin. Aber Achtung, wenn zu viel davon ausgeschüttet wird, dann kommt es auch wieder zu einer zu hohen Spannung, was wiederum das Lernen behindert. Im mittleren Bereich der Neurotransmitterausschüttung gelingt uns das Lernen am besten. Was bedeutet das jetzt für den beruflichen Alltag? Als Trainerin, als Trainer, als Führungskraft oder auch sonst? Wie lernen wir am besten? Denken Sie daran, das limbische System will optimal aktiviert werden, um gut zu lernen. Also, gibt es vorhandenes Wissen, an das Sie anknüpfen können? Sachlich sein ist gut, emotional sein ist besser. Aktivieren Sie Gefühle. Machen Sie es spannend. Motivieren Sie. Wo ist der Gewinn? Wozu soll eigentlich gelernt werden? Seien Sie vertrauensvoll, empathisch, einfühlsam. Hier wird dann der Neurotransmitter Oxytocin ausgeschüttet. Das ist sehr praktisch, denn dann wird unser Bindungshormon ausgeschüttet. Wir empfinden Sympathie. Das ist wiederum ein Balanceakt für Trainer und Trainerinnen, denn Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Vertrauen in unterschiedliche Menschen. Seien Sie generell lieber nicht so perfekt, sonst wird die einen langweilen und die anderen überfordern. Setzen Sie Belohnung ein. Positive Verstärker für erreichte Ziele. Das mag unser Gehirn, denn dann wird das angenehme Dopamin ausgeschüttet. Laden Sie zum Ausprobieren ein. Aktivieren Sie das Handeln. Aktivieren Sie die mittlere Neurotransmitterausschüttung. Das musste hier nochmal rein. Und beachten Sie, nach 90 Minuten braucht jeder lernende Mensch eine Pause. Da ist die Pause nochmal, ganz explizit. Provozieren Sie keine Entgrenzung. Entgrenzung vermeiden bedeutet, beenden Sie Lernen oder Arbeit oder alles, was Sie in irgendeiner Weise anstrengt, konsequent. Und dann unterliegen Lernende natürlich auch noch verschiedenen Lernstilen, abhängig von den angeborenen Eigenheiten und von den Prägungen durch die Umwelt.
So, das ist ja ziemlich schwierig zu berücksichtigen, vor allem in diesen digitalisierten Zeiten. Da kann zum Beispiel der Belohnungseffekt schon mal durchaus einen suchtartigen Charakter bekommen. Zum Beispiel, wenn es zur Entgrenzung kommt, wenn es nicht mehr möglich ist, sich vom Bildschirm oder vom Display zu trennen. Schwierig ist es in Zeiten der Digitalisierung auch mit der Empathie, wenn wir uns nicht mehr dreidimensional begegnen. Das ist ein ganz großes Thema natürlich in der Psychotherapie. Therapie per Video, ja oder nein? Ja? Wie kann ich jetzt in einem Online-Vortrag erkennen, ob die Lernenden oder die Zuhörenden noch aktiv dabei sind? Wie gelingt Belohnung? Wie Handlungsaktivierung? Aber seien Sie kreativ. Digitalisierung ist ja nicht nur schlecht, es bringt ja auch neue Möglichkeiten. Dazu gab es ja, glaube ich, auch einen anderen Wissensmoog von einer Kollegin. Die Möglichkeiten sind Eigenverantwortung und Flexibilität, Autonomie und so weiter. So, schlussendlich lernen wir natürlich am besten, wenn unsere innere Einstellung, unsere Haltung, unsere Grundannahmen im Gleichgewicht sind. Sprich, wenn unsere Resilienz hoch ist. So, endlich ist dieses Wort mal aufgetaucht. Resilienz. Man hat sie oder man hat sie nicht. Nein, man kann sie natürlich schon lernen. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Wenn Ihnen jetzt allerdings jemand in irgendeinem 3-Stunden-Workshop oder auch 3-Tages-Workshop anbieten soll, Resilienz in 3 Tagen, 3 Stunden, dann seien Sie achtsam. Resilienz zu entwickeln ist ein langfristiger Prozess. Unsere Prägungen seit der Geburt spielen eine Rolle. Das ist ganz interessant. In der Psychotherapie sprechen wir eigentlich überhaupt nicht oft von Resilienz. Weil es geht einfach immer um Resilienz. Es geht immer darum, eine bessere psychische Widerstandskraft zu entwickeln. Wir werden deshalb heute keinen Resilienz-Workshop machen, aber es geht darum, etwas über Resilienz zu lernen. Denn hilfreich ist sie natürlich als gute Voraussetzung zum Lernen. Wenn man Resilienz lernen will, ist es gut, über die eigenen individuellen Reaktionsmuster und Schemata Bescheid zu wissen. Dazu komme ich später nochmal. Was ist es denn jetzt eigentlich, wovon alle sprechen? Die Resilienz. Die 7 Säulen der Resilienz. Bestenfalls sollten diese 7 Säulen in einem Gleichgewicht sein, wenn es eine aktuelle Situation gibt. Optimismus. Das ist ja in den aktuellen Zeiten gar nicht so einfach. Gibt es trotzdem irgendwas Positives an der aktuellen Situation? Es geht nicht darum, etwas einfach nur positiv umzudeuten, sondern es geht auch darum, eine angemessene Haltung zu finden. Ein Mensch mit hoher Resilienz wird aber eher das Licht am Ende des Tunnels sehen. Akzeptanz. Manche Dinge sind einfach schlecht. Es gibt in der Psychotherapie entlehnt aus fernöstlichen Methoden den Begriff der radikalen Akzeptanz. Etwas ist schlecht, Punkt. Menschen mit einer starken inneren Widerstandskraft akzeptieren Krisen und erkennen sie an, um auf diese Weise besser mit ihr umgehen zu können und diese bewältigen zu können. Wir können nur überwinden, was wir erkannt und akzeptiert haben. Lösungsorientierung. Wir können die Krise meistern, wenn wir eine Lösung suchen und diese konsequent verfolgen. Das sind manchmal kleine Schritte. Resiliente Menschen sind sich über ihre eigenen Ziele und Vorstellungen ziemlich bewusst. Handlungskontrolle bedeutet raus aus der Opferrolle. Wenn Sie sich vom Leben bestraft fühlen oder unfair behandelt fühlen, verlassen Sie die Opferrolle und übernehmen Sie Kontrolle über Ihr Handeln. Betrachten Sie den Spielraum, den jede Situation mit sich bringt. Vertrauen Sie Ihren Kompetenzen und nehmen Sie die Situation in die Hand. Aus dieser Säule Handlungskontrolle ergibt sich die Säule Übernahme von Verantwortung. Konsequente Übernahme von Verantwortung scheint manchen Leuten ganz schön viel Angst zu machen. Aber gleichzeitig behält man nur dann die Handlungskontrolle. Also seien Sie mutig. Empathie, Beziehungen gestalten. Diese Säule wird manchmal unterschiedlich benannt. Es geht aber um den Bezug zu den anderen Menschen. Gut für die Resilienz ist ein ausgeprägtes
soziales Netzwerk, auf das Sie sich verlassen können. Es geht nicht um einen besonders großen Kreis vertrauter Menschen, aber um einen Kreis vertrauter Menschen, der kann auch klein sein, mit denen Sie mitfühlen können und die mit Ihnen mitfühlend sind. Zukunft gestalten. Resiliente Menschen konzentrieren sich nicht allein auf das Hier und Jetzt, sondern sie blicken dabei auch immer nach vorne. Es wird immer mehrere Möglichkeiten geben, wie sich Ihre Zukunft gestaltet. Halten Sie sich Ihr Ziel vor Augen. So, das klingt jetzt alles ganz fantastisch. Und jetzt befinden Sie sich in einer Krise, vielleicht in einem aktuellen Konflikt. Und Ihr limbisches System wird aktiviert und rauscht los und schert sich nicht um die Resilienz. Was ist passiert? Ganz einfach. Ihr limbisches, Ihr psychisches System, Ihr gesamtes psychisches System, nicht nur das limbische System, steht unter zu hoher Spannung, weil ein Alarm ausgelöst wurde. Dieser Alarm wurde ausgelöst. Das hat einerseits mit einer ganz aktuellen Situation zu tun und andererseits mit Ihrer gesamten Lebensgeschichte, mit Ihrer individuellen Prägung seit der Geburt. Deshalb reagieren Menschen zum Teil extrem unterschiedlich auf eine sehr ähnliche Situation. Dann gibt es natürlich auch noch angeborene Unterschiede. Es gibt die erworbenen, erlernten Prägungen und es gibt die angeborenen Unterschiede. Hier ist jetzt illustriert, was passiert, wenn durch eine auslösende Situation zu viel Spannung aufgebaut wird. Lernen wird dann erschwert oder sogar verhindert. Der schwarze, durchgehende Teil hier auf diesem Bild zeigt den Verlauf einer Alarmreaktion, die mit einer mittleren bis hohen physiologischen Erregung einhergeht. Bewusstseinsfähig wird diese Reaktion, also so, dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen, das geht frühestens nach einer halben Sekunde, nach 500 Millisekunden. So lange müssen Sie definitiv aushalten, ohne großartig Einfluss nehmen zu können. Der gestrichelte Pfeil repräsentiert den Verlauf einer Alarmreaktion mit einer sehr hohen physiologischen Erregung. Überschreitet das Erregungsniveau eine gewisse Schwelle, das ist das, was sozusagen waagerecht auch hellblau dargestellt ist, dann schaltet das Gehirn die für den Aufbau von Bewusstseinsprozessen notwendigen neuronalen Bahnen nicht dazu. Also das Frontalhirn wird nicht dazu geschaltet. In diesem Fall läuft die Reaktion mitunter längere Zeit gänzlich automatisch ab. Wir spulen gewissermaßen nur altbekannte, quasi reflexartige Schemata ab, die wir zum Teil zwar gelernt haben, also die nicht unbedingt angeboren sind, aber sie laufen wie reflexartig ab und wir sind dann nicht für neue Lerninhalte zugänglich. Das ist so ein Zustand, der in dieser derzeitigen Pandemiesituation gut zu beobachten ist. Es ist so ein gesamtgesellschaftlicher Alarmzustand erreicht. Alle sind betroffen, die Spannung ist hoch und es fällt schwer, neue Lerninhalte zu integrieren. Modelle, die in der Lage sind, die Spannung zu reduzieren, sind ziemlich rar. Um in den bewusstseinsfähigen Bereich wieder zu gelangen, also in dieses Fenster unten, was nicht farblich dargestellt ist, benötigen wir das Aktivieren des Frontalhirns. Aber die Prozesse dort laufen eben langsamer ab als die im limbischen System. Wir brauchen also eine Fähigkeit, diese 500 Millisekunden, die halbe Sekunde abzuwarten und dann die Spannung zu reduzieren. Das wollen wir nachher auch mal an einer kleinen Übung ausprobieren. Lebewesen trachten immer danach, die Spannung zu reduzieren. Schließlich stellt Spannung ein Hinweis auf eine potenzielle Bedrohung und Gefahr da. Und denke an unsere Urahnen. Wenn die einen solchen Spannungszustand hatten, dann war wirklich Gefahr da. Da musste sofort etwas unternommen werden. Bei dauerhafter Anspannung, die sich nicht auflösen lässt, wie vielleicht derzeit bei manchen Menschen in der Corona-Pandemie, entstehen dann die Versuche, die Spannung internal zu reduzieren. So lässt sich auch die Entstehung von Verschwörungstheorien ganz gut erklären. Durch so eine Theorie haben wir endlich eine Erklärung für die Anspannung und dann kann diese Anspannung langsam absinken, zumindest kurzfristig. Spielt jemand von Ihnen Poker? Was ist eigentlich der Grund, warum Pokerspieler in diesen relativ dunklen Räumen auch noch dunkle Sonnenbrillen tragen oder Schiebermützen? Der Punkt ist genau der, dass Pokerspieler wissen, dass sie in dieser ersten halben Sekunde nichts machen können. Der Körper macht seine Reaktion. Zucken,
im Gesicht oder die Veränderung der Hautfarbe oder die Pupillen werden größer, wenn plötzlich ein gutes Blatt auf der Hand ist oder ein besonders schlechtes. Die Pokerspieler mögen natürlich nicht, dass die anderen Pokerspieler das erkennen und deshalb dunkle Sonnenbrille an. Die meisten von uns sind allerdings keine Pokerspieler. Und wir haben unsere Spannung, unsere Arousal nicht so sehr unter Kontrolle. Und so kann es passieren, dass wir regelrecht auf eine Autobahn geraten. Die Fahrt ist super gut trainiert. Neues lernen wir so leider nicht. Und wo sollen wir jetzt bloß anfangen mit der Resilienz? In der Psychotherapie, da haben wir es eigentlich immer mit solchen Autobahnen im Gehirn zu tun, aus denen die Menschen keinen Ausweg mehr finden. Das ist vielleicht der Grund, warum das Bild hier so etwas grau und traurig erscheint. Es gibt natürlich auch Autobahnen, die sehr nützlich sind. Wir haben auch Schemata, die uns helfen, unser Leben gut zu meistern. In der Psychotherapie sprechen wir deshalb oft von den sogenannten maladaptiven Schemata. So. Was tun, wenn wir jetzt in einen Alarmzustand geraten sind? Nach den ganzen Grafiken vorher oder dem ganzen Text kommen jetzt ein paar Bilder, Sie haben es schon gemerkt. Also, was machen wir, wenn wir auf eine Autobahn geraten sind und wir fühlen uns blockiert und wir können nicht mehr richtig lernen, wir können nicht mehr kreativ sein, wir können keine guten Beziehungen mehr aktivieren. Wir müssen irgendwie versuchen, einen neuen Weg im Dickicht zu finden, abseits von den Autobahnen im Gehirn. Pfade, die noch nicht so ausgetreten sind, die aber vielleicht dann im besten Fall irgendwann zu einer guten Autobahn werden, zu einer bunten, fröhlichen Autobahn. Jetzt schalte ich mal kurz um und ich möchte Sie einladen, eine weitere kleine Übung zu machen, weil wir lernen ja am besten durch Erleben. Und ich finde, das ist ein gutes Motto. Und einen solchen Vorgang der Bewusstwerdung möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Also, wenn Sie Lust haben auf eine kleine Kostprobe, da wir ja hier digital arbeiten, haben Sie keine andere Wahl. Sie hören einfach zu. Und ich spreche. So machen wir es ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt möchte ich Sie gerne einladen, meinen Worten mal einfach zu folgen. Es geht darum, dass ich Sie bitten möchte, sich eine Situation vorzustellen und mit dieser Situation in einer ganz bestimmten Art und Weise umzugehen. Also, ich lege einfach mal los. Wenn Sie möchten, Sie müssen aber nicht, dann können Sie gerne die Augen schließen. Ansonsten schauen Sie irgendwo auf einen Punkt, der etwa 1 bis 2 Meter von Ihnen entfernt ist, denn dann sind die Augenmuskeln am entspanntesten. Achten Sie einfach mal einen kleinen Moment auf den Rhythmus Ihres Atems. Versuchen Sie sich eine Situation zu vergegenwärtigen, über die Sie sich in der vergangenen Woche geärgert haben, wo Sie die Emotion Ärger wahrgenommen haben. Sollten Sie sich nicht geärgert haben, dann ist es schön. Dann suchen Sie vielleicht in einem anderen Zeitraum, in einem früheren Zeitraum nach einer Situation, wo irgendwann einmal Ärger aufgetaucht ist. Stellen Sie sich kurz diese Situation vor, die den Ärger ausgelöst hat. Wo war das? Waren andere Menschen dabei? Wodurch haben Sie Ihren Ärger bemerkt? Beachten Sie Ihre Gedanken, die durch Ihren Kopf geschossen sind. Alle möglichen Gedanken und Bilder, die auftauchen. Wo haben Sie den Ärger im Körper gespürt? Achten Sie mal darauf, ob Sie vielleicht auch jetzt im Körper eine Anspannung spüren, wenn Sie daran denken. Haben Sie eine Anspannung gespürt in den Muskeln? Wo? Haben die inneren Organe irgendwie reagiert? Hat sich ihre Atmung verändert? Ihr Herzschlag? Was machen die Schweißdrüsen? Die Tränendrüsen? Die Speicheldrüsen? Was passiert jetzt gerade, wenn Sie daran denken?
Nun treten Sie mal von vor Ihren inneren Augen 2 Schritte zurück und stellen Sie sich vor, Sie betrachten sich und all Ihre Reaktionen. Seien Sie dabei unendlich achtsam und unendlich wohlwollend sich selbst gegenüber. Werfen Sie einen ganz warmen, einen ganz freundlichen und wohlwollenden Blick auf all Ihre Gedanken und seien Sie noch so abwegig oder aggressiv oder merkwürdig. Werfen Sie einen ganz freundlichen Blick auf diese Gedanken. Und werfen Sie einen unendlich freundlichen und achtsamen Blick auf Ihre Körperreaktion. Dann werfen Sie auch noch einen solchen Blick auf Ihren Ärgergefühl. Bleiben Sie dabei völlig aufmerksam und freundlich. Und atmen Sie weiter. Beobachten Sie nun, was in Ihrem Körper und mit Ihrem Gefühl geschieht. Wenn Sie Ihre Augen geschlossen haben, dann öffnen Sie diese nun wieder ganz langsam in Ihre Geschwindigkeit. Vielleicht bewegen Sie sich ein bisschen, strecken sich, das, was Ihnen gut tut, was Sie gerne machen. Und schauen Sie sich um in Ihrem Raum, wo Sie sind und dass Sie gar nicht da sind, wo Sie sich geärgert haben, sondern da, wo Sie jetzt sind. Und jetzt sind Sie wieder zurück im Wissensmoog. So. Diese kleine Übung ist ein Schritt, um sich den Dingen, die unsere Spannung stark ansteigen lassen, überhaupt erst nähern zu können. Es geht also darum, einen achtsamen und wohlwollenden Blick auf das eigene Ich zu werfen, im Moment einer inneren Alarmreaktion mit all dem, was wir paradoxerweise doch gerade loswerden wollen. Ja? Wir fördern, wenn es gut läuft, eine Spannungsreduktion. Wenn Sie jetzt in dieser Übung keine Spannungsreduktion wahrgenommen haben, vielleicht lag das dann daran, dass es eine sehr starke Ärgerreaktion war, oder die Übung war einfach zu kurz, oder Sie sind noch nicht geübt genug darin. Es gibt viele Gründe, aber vielleicht haben Sie eine kleine Spannungsreaktion wahrnehmen können. Das muss keine extreme Spannungsreaktion sein, sondern eine kleine Spannungsreaktion. Eine Reduktion der Spannung durch Achtsamkeit und Wohlwollen genügt, um in ein neues Handlungsfenster zu treten. Ja? Das ist genau der Grund, warum Lernen unter Stress so schwer fällt. Erkennen Sie Ihre Alarmreaktion und entdecken Sie Ihre Schemata. Also, ich gebe zu, es war jetzt hier vielleicht ein wenig ein Abdriften ins psychotherapeutische Metier, aber das ist mir wichtig. Mein Appell, erst Spannungsreaktion durch Akzeptanz dieser Spannung und dann kann es losgehen mit Resilienztraining oder Stressmanagementtraining oder Lernen oder was auch immer. So, wenn ich so auf die Uhr schaue, dann denke ich, wir können so langsam auch zum Schluss kommen. Das ist nämlich jetzt hier quasi meine letzte Seite. Und ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist ja auch ganz gut, um gut zu lernen, weil dann braucht man irgendwann auch eine Pause und wir wollen ja vielleicht auch noch etwas diskutieren. Wenn ich so sehe, da sind doch ein paar Fragen im Chat aufgetaucht. Also, wir haben ja gelernt, dass wir durch Wiederholung lernen und deshalb wiederholen wir jetzt natürlich, was wir heute hier gemacht haben. Wir haben einen Bogen gespannt von den grundlegenden Lerntheorien. Klassische Konditionierung, operante Konditionierung. Wir haben geschaut, wo Lernen eigentlich stattfindet. Im Gehirn, die kleine Gehirnkunde. Wir lernen
nicht chaotisch, sondern besser strategisch. Deshalb interessierten uns Lernstrategien. Dann ging es um die Resilienz. Die psychische Widerstandskraft hilft, Situationen besser zu meistern und schafft eine gute Voraussetzung zum Lernen. Und Sie haben nun verstanden, hoffentlich, warum wir unter Hochalarm nicht lernen können, sondern nur in alten Mustern agieren. Sie konnten ausprobieren, einen kleinen Alarm allein durch Achtsamkeit und Wohlwollen ein klein wenig zu regulieren. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich komme jetzt zum Schluss und wenn Sie noch Fragen haben zur Psychotherapie, zur klinischen Organisationspsychologie, gerne. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank. Das war super spannend und auch die Übung war wirklich eine interessante Erfahrung. Es sind Fragen im Chat. Dirk, wie immer, ich überspringe mal uns. Andrea, dann wärst du die Erste hier so im Chatverlauf. Magst du deine Frage oder auch deine Anmerkungen einfach selber stellen? Ja, gern. Ich hatte vorhin, wo Sie beschrieben hatten mit dem Lernen, in lebenslanges Lernen, dann so die Idee noch mal kurz aufgeschrieben. Das war ja dann auch schon beantwortet. Welche Strategien oder welche Methoden, Möglichkeiten gibt es im Alter zu fördern und eben zu unterstützen? Meinten Sie jetzt im höheren Lebensalter? Also, ja, mehr so in unserem Alter, in meinem Alter, sage ich mal, also 50 und so drumherum sowas, weil es ist jetzt eben gerade, es dringt viel auf einen ein, aber ja, paar Tipps gern. Also ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, wenn man jetzt irgendwie die Überlegung hat, ich möchte lernen, ich möchte aktiv sein, und das ist ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit beim Altern, ja, also Zusammenhang, also ich sage jetzt auch mal in unserem Lebensalter so um die 50, da ist das alles noch nicht ganz so kritisch, aber wir bemerken natürlich schon Veränderungen. Im Alter gibt es drei Punkte und das ist die Beweglichkeit auf der Ebene des Gedächtnisses, die Beweglichkeit auf der Ebene der Sozialkontakte und die körperliche Beweglichkeit. Ja, das darf man wirklich nicht vergessen. Und bei Sozialkontakten sind übrigens keine Paarkontakte, partnerschaftlichen Paarkontakte gemeint, sondern auch wirklich Kontakte außerhalb der Partnerschaft. Wenn es jetzt darum geht, etwas zu finden, was ich gerne lernen möchte, ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt die Motivation. Zu schauen, was ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert? Vielleicht auch anknüpfend an das, was ich vorhin schon in einer Folie gesagt hatte, zu schauen, was habe ich denn eigentlich in meinem Leben schon gemocht oder was habe ich schon mal gelernt, wo kann ich anknüpfen an vorangegangenes Wissen, was vielleicht im Laufe der Zeit etwas eingerostet ist. Was habe ich als Kind gemacht? Gab es da etwas, was mich interessiert hat? Kann ich daran wieder anknüpfen? Kann ich etwas Neues hinzulernen zu dem, was ich damals schon gemacht habe? Aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich in einer Lebensphase zwischen 40 und 60, sage ich jetzt mal, wo auch Ideen plötzlich entstehen und die Frage danach, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Möchte ich noch was ganz Neues machen? Und ich würde immer denken, wenn die Motivation da ist, dann gelingt auch das Lernen. Das ist jetzt natürlich keine konkrete Lernstrategie. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage war, ob Sie so eine ganz konkrete Lernstrategie brauchen. Ja, es ist eher so, dass zu viel auf einen einstürmt. Man möchte oder muss mit den ganzen Veränderungen Schritt halten, gerade auch technischer Art natürlich vielerlei oder eben neue Inhalte, weil ich bin auch als Dozentin unterwegs. Man muss sich immer an die neuen technischen Entwicklungen anpassen, damit man das eben entsprechend auch vermitteln kann. Und das ist eben so diese Problematik, wo man vielleicht auch so schon eine gewisse Angst entwickelt, gerade wenn man sieht, es gibt Einschränkungen mit Merkfähigkeit aber ich meine, andererseits genau, man hat natürlich auch eine große Menge, auf was man zurückgreifen kann, das stimmt. Aber gut, das ist eher so dieses mit diesem zu viel. Wie kann man da eventuell trotzdem Schritt halten, ne? Auch wenn man da eventuell Einschränkungen schon merkt? Also da kann ich wirklich nur empfehlen, ausprobieren, üben und
Fehler zulassen. Also wie gesagt, auch als Trainierende müssen sie keine Angst haben, Fehler zu machen. Das ist nicht so schlimm. Das mögen sogar die Zuhörer ganz oft. Ja. Das hat es eben auch noch mit geschrieben, ne? Das ist das Beste, aber man selbst, wenn man natürlich dann da steht und sagt, aber das ist doch hier so und so, ne? Die, ja. Gut, die Studenten oder Teilnehmer merken sich das in dem Moment, aber ein selber ist erstmal, also mir jedenfalls, wie gesagt, muss ich wieder einschränken, wie Sie schon beschrieben haben, heiß und kalt. Und da gibt es dann Emotionen und körperliche Reflexe, wo man da, ja, aber klar, das ist auch die Dauer oder die Häufigkeit, die einen da etwas mehr Selbstbewusstsein oder eben, ja, eine Routine gibt und, genau. Ja. Ja. Und ich glaube auch, das ist auch natürlich immer davon abhängig, welche Lebensgeschichte wir haben. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber wir haben alle. Ja, natürlich. Und wir haben vielleicht auch gelernt, dass wir es ganz besonders gut machen müssen. Das muss sitzen. Ja? Und das ist ein Schema. Ja? Das sind diese unerbittlichen Ansprüche. Das kann eigentlich gar nie gelingen. Wir können dem nie gerecht werden und werden, wenn wir dann da drin bleiben, in diesem Schema immer unzufrieden aus so einer Situation wieder rausgehen. Das ist natürlich sehr schade. Ja? Und dann lernen wir natürlich auch nicht so gut, mit dieser Situation umzugehen, wenn wir in diesem alten Schema drin bleiben. Ja, und da kann ich auch empfehlen, sozusagen im Anschluss auch im Zusammenhang mit dieser Übung, die wir gemacht haben, die eigenen Reaktionen unendlich wohlwollend wahrzunehmen. Denn gerade im Zusammenhang mit Perfektionismus haben wir gelernt, dass wir dürfen nichts zeigen, wir dürfen nichts äußern, nichts wahrnehmen. Wir werden quasi nicht beachtet in dem, was wirklich in uns passiert. Und wenn wir das anders machen in einer solchen Situation, dann kann es durchaus gelingen, dass sich diese innere Alarmreaktion beruhigt und eine neue Situation viel lockerer und viel entspannter wieder wahrgenommen und bearbeitet werden kann. Und wenn nicht, dann ist es gut zu akzeptieren, dass man einfach in einem aufgeregten Modus ist. Das hilft, finde ich, meine Erfahrung auch mit meinen Patienten, fast immer ein kleines bisschen Spannungsreduktion zu erreichen. Und das tut unglaublich gut, das ist angenehm. Ja, danke. Sehr tröstlich ist für mich auch, dass eben, was ich heute gehört habe, dass eben die Lehrpersonen eben nicht perfekt sein sollen, sondern eher eben sogar die anderen besser gemocht werden. Das, also muss ich sagen, das muss ich mir jetzt einpflanzen und das ist für mich sehr hilfreich gewesen zu hören. Vielen Dank. Gerne. Gesa, du hast auch mindestens zwei Fragen in den Chat getippt. Ja, genau. Also ich finde dieses Thema Resilienz immer sehr spannend. Ich konnte da bisher gar nicht so super viel mit anfangen und das war immer so ein Bullshit-Bingo-Wort irgendwie, was ja ständig unterwegs ist, wo ich immer mit gehadert habe, weil ich dachte, ah, na, ist es irgendwie so ein Om-Shishi, keine Ahnung. Deswegen fand ich es total spannend, dass du das jetzt nochmal so auch ja einfach wissenschaftlich erklärt und so ein bisschen auf sachliche Füße gestellt hat. Deswegen habe ich mich dann eigentlich gefragt, also zum einen sind jetzt alle Säulen wirklich gleichwertig. Also natürlich ist so das Gleichgewicht natürlich immer wichtig, aber also gibt es da, worauf man eher fokussiert, wenn man jetzt so ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten ist? Und Gabriele hat ja nebenbei auch schon immer so ein bisschen die Organisationsparallelen gezogen, was ja auch ganz spannend ist. Und da war für mich so die Frage, also gibt es so einen Test für, so auf welchem Resilienzlevel befinde ich mich jetzt für mich und kann man den vielleicht auch auf so eine Organisationsebene umwandeln, anwenden, um da sozusagen das Resilienzlevel der Unternehmung vielleicht auch daran zu bewerten? Das ist eine gute Frage. Und eine sehr konkrete Frage, weil es ja da sozusagen auch um den Transfer in den ganzen konkreten Anwendungsbereich geht. Es ist aber für mich eine sehr schwierige Frage, muss ich zugeben. Weil es tatsächlich ja auch so ist, dass dieser Begriff Resilienz tatsächlich bei uns Psychotherapeuten irgendwie sehr wenig benutzt wird, weil alles, was bei der Resilienz, also diese sieben Säulen der Resilienz, die da aktiviert werden sollen, das ist eh Grundlage der Psychotherapie. Ich denke, im betrieblichen Zusammenhang oder in Organisationen nehme ich mal an, da würde ich sagen, dass die Säulen Verantwortung, Handlungskontrolle,
Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung wahrscheinlich sehr mächtig sind. Es wird da wahrscheinlich eher seltener um Optimismus und Akzeptanz und Empathie gehen. Womit ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass das gut wäre, dass man das vernachlässigt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, im betrieblichen, organisatorischen Organisationsbereich gibt es Unterschiede. Da geht es ja auch immer um eine Entwicklung von Profit und Vergrößerung, Veränderung und Erfolgsorientierung. Ich würde wahrscheinlich als Psychotherapeutin, wenn ich jetzt im betrieblichen Kontext aufgefordert wäre, ein Resilienztraining machen zu müssen, einfach versuchen, tatsächlich diese anderen Säulen noch mehr zu stärken, weil ich glaube, dann wird jede Arbeit auch mehr Spaß machen, wenn man Empathie und Optimismus und Akzeptanz auch noch stärkt. Ja, danke. Ja, also das wäre auch so mein Gefühl, dass man ja im organisatorischen Umfeld doch auch eher so auf diese eher sachlichen Themen, ne, Zukunftsorientierung, Handlungskontrollen und sowas geht, aber das andere macht ja eigentlich dann die Arbeit lebenswert. Richtig, genau. So würde ich das auch sehen. Danke. Jetzt war noch die Frage, Gesa, von dir, ne, mit diesem, ob es einen Test gibt oder eine Art Resilienzniveau, wo ich sagen kann, ah, okay, bei der Resilienz bin ich irgendwo, weiß ich nicht, im Mittelfeld, ganz weit vorne. Also, da irgendwas? Oder kann ich mich da selber irgendwie mal hinterfragen, um das für mich ein Gefühl zu bekommen? Mit Sicherheit gibt es einen Test oder einen Fragebogen. Also in der psychologischen Szene gibt es für alles Tests und Fragebögen. Das ist phänomenal. Ich kann da persönlich keine Empfehlung geben, weil ich diesen Bereich der Resilienz jetzt nicht, das ist nicht so mein Schwerpunkt. Ja, aber ich habe natürlich mal vorab mich ein bisschen informiert, was es da an Literatur gibt. Und es gibt ja wirklich unglaublich viel Literatur. Aber mir fällt es gerade schwer, da etwas zu empfehlen. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass es da irgendwelche Fragebögen auch dazu gibt, dass man sich einordnen kann. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, mal sowas zu machen. Das gibt es auch in der Schematherapie, da mag ich das auch ganz gerne, dass man einfach mal schauen kann, wo steht man eigentlich ungefähr. Aber ich kann da leider keine Empfehlung geben. Ja, vielen Dank. Elke, du hattest jetzt keine Frage, aber ich fand deinen Punkt im Chat so interessant mit Humor ist ein gutes Mittel zur Spannungsreduktion. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie du das machst? Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt gerade hier im Alarm, wie schaffe ich da den Weg zum Humor? Ja, also ich sehe gerade, ich habe beim Schreiben da ein gutes Mittel zur Spannungsreaktion geschrieben und meinte tatsächlich Reduktion, logischerweise. Ich habe da tatsächlich über viele Jahre konkrete Beispiele und Erfahrungen gesammelt. Ich hatte ein Team mit 5, 6 Leuten, die alle zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge zu regeln hatten. Das heißt, wir haben einfach zu bestimmten Zeiten Hochphasen in der Produktion gehabt. Und ich musste diese ganze teilweise aufgescheuchte Hühnerschar dazu bringen, etwas produktiv zu machen. Und das funktioniert eben nicht, wenn der Stresspegel zu hoch ist und die Spannungsreaktion zu hoch ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Da rennen alle kopflos durch die Gegend und es passiert nichts. Insofern war mein Bestreben immer mit viel Humor da reinzugehen, wenn Fehler passieren, passieren sie, dann guckt man, wie man es künftig besser machen kann. Und das hat in diesem Team einfach den Pegel der Spannung regelmäßig nach unten gefahren. Und Humor, wenn man über Dinge auch selber, über sich selber lachen kann, wenn irgendwas schief geht, ist das schon mal ein gutes Mittel, das die anderen dann auch dazu bringt, dass sie sagen, okay, ja gut, dann war es halt so und es ist jetzt nicht furchtbar und jetzt gucken wir, wie wir das hinkriegen, weil Fehler passieren. Da kann man noch so viel vorher vorbereiten, das immer mal ist irgendwas. Und in Hochphasen hilft das tatsächlich auch, auf einem Pegel zu bleiben, dass man produktiv bleibt. 100%ig richtig. Das ist eine fantastische Methode,
um Spannung zu reduzieren. Ja, weil Humor bindet natürlich Personen aneinander. Wenn man gemeinsam über etwas lacht, dann ist man schon mal gemeinsam. Ja, das ist sozusagen, es wird, um das jetzt nochmal auf dieser Neurotransmitter-Ebene zu erklären, aber das finde ich ganz spannend, es wird dieses Oxytocin ausgeschüttet und das ist ein Sympathiehormon sozusagen, ein Bindungshormon. Und das wird definitiv ausgeschüttet, wenn man gemeinsam lacht. Dann hat man Spaß miteinander und man kommt in einen ganz anderen Spannungszustand. Und Spannung wird auch abgeführt durch Lachen, logischerweise. Ja, das passiert ja auch oft, dass Menschen irgendetwas Unangenehmes passiert, etwas Peinliches, dann lachen sie. Das hilft wirklich gut, zu lachen, um die Spannung wieder zu reduzieren. Und in solchen Situationen, wo wirklich alle wie auch gescheuchte Hühner irgendwie versuchen, etwas zu lösen und jeder Einzelne ist im eigenen Muster, im eigenen Schema und vielleicht kollidieren dann auch noch einige Schemata, dann wird es ja ganz besonders spannend in der Gruppendynamik. Und da Humor anzusetzen, ist fantastisch. Das machen wir auch in der Psychotherapie. Also es gibt sogar regelrechte, ausgewogene Konzepte zum Thema Humor in der Psychotherapie. Also, und alles, was in der Psychotherapie funktioniert, funktioniert sowieso im wahren Leben auch. Das ist eine gute Methode, auf jeden Fall. Ich konzentriere mich mal auf eine Frage und fasse dazu eigentlich zwei Fragen oder zwei Bemerkungen aus dem Thema zusammen. Das eine ist die, ich vermute mal, du kennst Siddhartha. Jetzt die Frage, ist diese Fährmann-Entscheidung von dem Helden am Schluss aus Resilienzbetrachtung erstrebenswert in Bezug auf die sieben Säulen? Und das lässt sich vielleicht mit der letzten Frage noch verbinden. Welches Resilienzlevel ist in der Organisation gut, auch hinsichtlich Innovation und Veränderung? Ist da manchmal nicht zu viel Resilienz eventuell auch ungünstig? Okay. Ja, also Siddhartha habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Detail im Kopf. Welches war die Entscheidung, die da getroffen wurde? Am Schluss wird der Held ja, statt Guru zu werden, also ein zweiter Buddha oder ein erfolgreicher Geschäftsmann, entscheidet er sich ja als Fährmann zu arbeiten. Er zieht sich also ganz aus dem Komplettleben zurück und hat natürlich jetzt ein sehr hohes Resilienzlevel erreicht. Ob das nun insgesamt jetzt das Erstrebenswerte ist? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass nicht jeder Mensch mit einer hohen Resilienz zum Fährmann werden muss. Das mag für einige Menschen die richtige Lösung sein. Das hat ja auch, das ist ja so eine Entscheidung, was viele Aussteiger, also in Anführungsstrichen, also ja, wenn Menschen entscheiden, ich steige hier komplett aus meinem bisherigen Leben und fange ein anderes Leben. Das ist ja so diese Fährmann-Metapher im Grunde. Und das mag das Ergebnis von einer hohen Resilienz sein, aber ich würde auch sagen, übrigens nicht immer. Viele dieser sogenannten Aussteiger und Aussteigerinnen, denen würde ich nicht unbedingt eine hohe Resilienz zuschreiben. Also das ist sozusagen nicht automatisch miteinander verbunden. Meiner Meinung nach sind es auch Menschen, die auch noch keine hohe Resilienz gefunden haben und einfach wirklich auf der Suche sind, irgendwie irgendwo einen Ort für sich zu finden. Und ich glaube, in Organisationen und Betrieben ist auch eine hohe Resilienz nicht schädlich. Ich glaube, dass man dadurch sogar eine bessere Wirksamkeit haben kann. Resilienz oder hohe Resilienz, eine hohe psychische oder eine gute psychische Widerstandskraft heißt ja nicht, dass jemand sagt, so, jetzt mache ich einfach nur noch, was ich will und alle anderen sind mir egal. Weil ein Teil der Resilienz beinhaltet ja auch Bindung zu anderen. Ja, und wir haben ja auch ein ganz zentrales Bindungsbedürfnis in uns. Das heißt, Bindung geschieht auch im Arbeitskontext, ja, also im betrieblichen Kontext. Wir gehen arbeiten, weil wir auch Bindungen haben. Nicht alle, aber viele. Ja, oder wir gehen arbeiten, weil es hier in unserer Gesellschaft normal ist, Leistung zu erbringen und Geld zu verdienen. Ohne Geld können wir hier auch nicht überleben. Es gibt ganz viele Dinge, die wir hier nicht einfach lassen können. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch zu einer hohen psychischen Widerstandskraft. Das bedeutet ja eher, dass wenn Konflikte auftreten, wir sie gut meistern. Aber wir meistern sie ja möglicherweise durchaus im Sinne unserer Organisation oder unseres Betriebs. Also da hätte ich ehrlich gesagt keinerlei Bedenken, eine hohe Resilienz anzustreben, aber vielleicht eine hohe Resilienz anstreben und im Arbeitskontext trotzdem gesund bleiben und eben nicht sich so sehr verausgaben, also was dann eher wieder
einer mangelnden Resilienz im Zusammenhang steht und danach gar keine Leistung mehr erbringen können, was wir dann oft als Psychotherapeuten wieder erleben, wenn Menschen sich sozusagen da zu wenig beachtet haben und dann in eine psychische Erkrankung fallen, krankgeschrieben werden. Burnout ist ein Riesenthema. Also ich glaube, es ist kein Widerspruch. Ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, man darf Resilienz und Stoizismus nicht verwechseln. Also in meinem Verständnis bedeutet Resilienz nicht, eine gegebene Situation stoisch so zu akzeptieren, wie sie ist, sondern sie erstmal zu akzeptieren, um sie dann aber auch verändern zu können, weil man halt nicht in diesen dauerhaften Alarmmodus stürzt, sondern in diesem lernfähigen Bereich bleibt, oder? Richtig. Ja, also zur Resilienz gehört ja auch Handlungskontrolle und Verantwortung übernehmen, aber eben auch Akzeptanz. Das klingt ja auch schon in sich manchmal so etwas widersprüchlich, ne? Also wie kann denn Akzeptanz und Zukunftsorientierung zusammenpassen oder Akzeptanz und Handlungskontrolle? Ja? Aber darum geht es ja genau, dass man sozusagen auf der einen Seite eine innere Stabilität erfährt und die Situation wahrnehmen kann und akzeptieren kann und dann trotzdem eben Schritte unternehmen kann, also eine Selbstwirksamkeit auch erleben kann. Das ist auch eher ein Begriff, den wir in der Psychotherapie verwenden. Selbstwirksamkeit, wo hier von der Resilienz von Handlungskontrolle gesprochen wird. Ich finde Selbstwirksamkeit eigentlich den schöneren Begriff, sondern ich mache etwas aus mir selbst heraus und das hat eine Wirksamkeit. Und das ist ja neben der Akzeptanz es scheint ja etwas anderes zu sein. Und beides ist notwendig, um innerlich stabil zu sein. Mhm. Gut, ganz vielen Dank. Dann auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, Susanne Zillig, und danke an euch fürs dabei gewesen sein. Ja, ganz vielen Dank nochmal. Dankeschön, war sehr interessant. Sehr schön, vielen Dank auch fürs Mitmachen. Tschüss.